Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, dritter Tagesordnungspunkt heute, drittes Mal Staatsversagen. Nach dem Afghanistan-Desaster und der Hochwasserkatastrophe nun das Staatsversagen, das die Corona-Krise betrifft. Und auch hier lässt sich die Politik der verbrauchten Parteien, also der Einheitsfront aus CDU, CSU, SPD, Linke, Grüne und FDP, mit folgenden 8 Worten beschreiben. Pleiten, Pech, Pannen, Tricksen, Tarnen, Täuschen, Lügen und Betrügen. Das umfasst Sie alle von den Altfraktionen, auch wenn Sie gelegentlich mal und heute so ein bisschen Opposition spielen. Denn vollständig und kritiklos haben Sie alles umgesetzt, was das Merkel'sche Bundesseuchenkabinett verkündet und von Ihnen verlangt hat. Und weil Sie alle irgendwo im Land, in irgendwelchen Ländern an der Regierung beteiligt sind, hängen Sie da alle mit drin. Das hat sich ja vorhin, als Herr Korte, wo es er überhaupt ausgeführt hat, und Frau Rottmann und der Herr Wiese gar nicht mehr wussten, wo die Zuständigkeiten sind. Und auch die FDP ist natürlich ganz vorne dabei, an 3 Landesregierungen beteiligt, trotzdem vor Merkel und Co. immer gekuscht, immer die Ja-Sager auf der anderen Seite. Ganz anders wir als AfD. Seit Beginn der im Übrigen auch in ihren Ausmaßen von Ihnen allen verschuldeten Corona-Krise, die eigentlich mehr eine Lockdown- und Grundrechtskrise geworden ist. Von Anfang an haben wir gesagt, Freiheit, Demokratie, Grundrechte sind nicht disponibel. Das Grundgesetz ist sakrosankt, vor allem in Krisenzeiten. Pauschale und umfassende Einschränkungen, ja teils sogar das komplette Abschaffen von Grundrechten, darf und wird es mit uns von der AfD nicht geben. Sie aber vergreifen sich seit etwa 1,5 Jahren an nahezu allen Grundrechten. Künftig planen Sie sogar, die Gewährung von Grundrechten davon abhängig zu machen, ob man sich impfen lässt oder die finanziellen Mittel für einen Test aufbringen kann. Sie spalten unsere Gesellschaft. Tino Chrupalla hatte vorhin schon darauf hingewiesen. Sie lassen essentielle Prinzipien unseres Grundgesetzes erodieren und vertreten offenbar nun die Ansicht, Grundrechte müsse man sich verdienen, erimpfen, erkaufen. Grundrechte stehen aber jedem zu. Und hat nicht sogar Herr Spahn, ist er noch da? Ja, da ist er. Und der Herr Kretschmer aus dem sächsischen Land, aus dem sächsischen Lande einmal gesagt, Impfpflicht würde es nicht geben, Herr Spahn. Ihr Wort haben Sie gegeben von hier vorne. Aber trotzdem halten wir es für notwendig, einen Antrag einzubringen, den ich jetzt noch kurz vorstelle. Denn wie nennen Sie es, wenn Sie Ungeimpfte nicht in Restaurants, nicht in Hotels, nicht in Läden und in Theater lassen und die Ungeimpften womöglich demnächst nicht mal mehr ihren Beruf ausüben können? Hoffentlich dürfen Ungeimpfte noch wählen gehen am 26.09. Und wie nennen Sie es, wenn ein grüner Minister in der Konsequenz formulierte, in letzter Konsequenz müsste man als Ungeimpfter halt zu Hause bleiben? Oder wie nennt man es, wenn Herr Spahn sagt, wir impfen uns in Deutschland zur Freiheit zurück? Wir nennen das Impfpflicht. Die Parlamentarische Versammlung des Europarats wahrscheinlich auch. Und das geht nicht, denn jeder ist frei darin, sich impfen zu lassen, wogegen, wann und wie oft er möchte, aber einen Zwang lehnen wir ab. Es geht nämlich nicht, Menschen, die berechtigte Sorgen über Langzeitfolgen haben, vom gesellschaftlichen Leben auszuschließen. Das ist Deutschland nicht würdig, das ist einer Demokratie nicht würdig, das ist eine Virokratur, die Sie da aufbauen. Und nun wollen Sie sich, nachdem Sie die STIKO auch auf Kurs gebracht haben, auch noch an den Kindern vergehen. Nach dem Bratwurstimpfen, ich habe es vorhin schon erwähnt, gibt es wahrscheinlich demnächst Impfungen an Schulen, Impfungen im Freibad, im Zoo oder im Hüpfburgenpark. So will man Kinder zu einer Impfung locken, deren langfristige Folgen nicht absehbar und auch nicht erfolgt sind. Wie weit ist dann noch der Weg zur Impfpflicht? Wir sagen, der Weg ist sehr kurz, deshalb unser zweiter Antrag. Eine Impfpflicht, ich habe es gerade schon erwähnt, für Erwachsene lehnen wir ab und für Kinder schon mal ganz klar. Meine Damen und Herren, Sie haben aus, damit komme ich jetzt zum Ende, um Ermahnungen vorzugreifen, Sie haben aus einem Volk der Dichter und Denker ein Volk der Kuscher und Pfuscher gemacht. Unser Grundgesetz haben Sie zu einer leeren Hülle verkommen lassen. Wir von der AfD stehen aber auch dafür das klare Gegenteil von Ihnen. Wir stehen für Freiheit, für Demokratie, für Grundrechte. Wir labern nicht über das Grundgesetz. Wir leben das Grundgesetz überall, jeden Tag. Und das macht uns von der AfD so unverzichtbar. Vielen Dank.